Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Manuel Gonzalez und das hier hinter mir, das ist die Fortsetzung des letzten Videos. Wer das noch nicht gesehen hat, findet den Link in der Infobox oder hier bei mir im Bild eingeblendet. Jetzt geht es aber erst einmal darum, was ist eigentlich diese Lebenssinnsache, wenn man das jetzt mal so als Unternehmer betrachtet, mit dem Thema auch Karriere und wie kriegt man das eigentlich hin, dass sich diese Karriere so um diesen Lebenssinn herum kreist, weil dann wird man zwangsläufig extrem erfolgreich werden und man wird zwangsläufig nicht nur einer der Besten in seinem Gebiet, sondern man wird auch eben sehr zufrieden sein, bedingt dadurch, dass man eben die Dinge, die man machen möchte, auch tatsächlich macht. Okay, was heißt das hier überhaupt alles erst einmal? Lebenssinn ist gleich Beitrag plus Geniezone. Beitrag ist am Ende des Tages nichts anderes als das, was du der Gesellschaft leistest, also das, was du zurückgibst, das, was du gibst, kann man sagen. Ja? Und du musst auch immer überlegen, als Unternehmer, jedes Unternehmen ist dafür gedacht, Probleme zu lösen. Also wenn du ein Unternehmen hast, dann hast du dieses Unternehmen nicht, um Geld zu machen. Das ist natürlich auch irgendwie sinnvoll, aber wer einfach nur ein Unternehmen startet, nur um Geld zu machen, der wird Probleme damit haben, weil er gar keinen richtigen Bock auf das Unternehmen hat und weil er gar nicht so viel Spaß an dem hat, was er macht. Wenn du aber dann tatsächlich etwas machst, um das zu machen, was du machst, dann wirst du dabei eben auch viel mehr Spaß haben, mehr Erfolg haben und dein Beitrag wird auch ein viel besserer sein. Und die Dinge, die sind eben miteinander zwangsläufig in Verbindung. Also wenn du keinen Beitrag zur Gesellschaft leistest, wirst du es generell schwerer haben, tatsächlich erfolgreich zu werden. Und wir haben die Geniezone. Die Geniezone möchte ich einmal ein bisschen auseinandernehmen gleich noch. Stärken, Flow, Persönlichkeitsprofil, Werte und so weiter. Und das Ganze zusammen, ja, Beitrag plus die Geniezone, ergibt deinen Lebenssinn. Und wenn man das nun nimmt und sagt, okay, meine Vision und mein Lebenssinn und wie kriege ich das eigentlich alles verwurschtelt, da werden wir dann am Ende nochmal drüber reden. Ich erzähle euch auch ganz kurz meinen Lebenssinn. Meinen Lebenssinn habe ich in einem Mentoring selbst auch eben nochmal herauskristallisiert, sehr genau, mit einem meiner Mentoren. Und was wir erarbeitet haben, sind drei einfache Worte. Und zwar ist es Magnifying High Achievers. Auf Deutsch, Leuten, die bereits sehr viel Erfolg haben und dafür tun, eben auch erfolgreich zu sein, zu helfen, dass sie noch extrem viel mehr Erfolg haben. Deswegen ist es eben auch genau das, was ich hier mache. Ob ich jetzt vorher, wo ich Dating Leuten geholfen habe, eben zu sich selbst zu finden, kommunikativer zu werden, sozialer zu werden oder jetzt, wo ich eben Leuten helfe, sich selbst zu verwirklichen im Bereich Unternehmertum und eben auch in diesem Bereich Lebenssinn und so weiter. Und wer weiß, in 10 Jahren ist es vielleicht wieder was komplett anderes, aber es wird immer wieder das gleiche Prinzip hinten dran stecken, nämlich, dass ich Leuten, die bereit sind, viel zu geben, helfe, viel mehr noch zu bekommen, als sie geben. Und jetzt ist folgende Situation hier der Fall. Wenn man also überlegt, bei mir Magnifying High Achiever, ja, also das bedeutet, das ist der Beitrag, den ich gebe. Und meine Geniezone ist eben auch das da drin, weil, wenn man überlegt, meine Stärken, ich kann gut mit Menschen arbeiten, das heißt, ich kann eben diesen Menschen helfen, auf sich selber zu stoßen, sich selber zu finden und eben ihren Erfolg zu haben. Das bringt mich in den Flow und die Tatsache, dass mir diese Sache selbst zu machen Spaß bereitet, das ist eben der Punkt, wo ich halt sehe, okay, krass, das ist das, wo ich auch mich wieder reinstützen will, was ich wieder machen will, worin ich gut bin, woran ich Spaß habe und wo ich morgens aufwache und sage, geil, da habe ich einfach nachher Bock drauf. Jetzt aber Achtung, das heißt nicht nur, dass ich eben diese Geniezone habe, dass ich das mit Leuten mache, die bei mir Mentorings nehmen, sondern das mache ich auch mit meinem Team, also den Leuten, die um mich herum sind. Denen gebe ich zwangsläufig natürlich auch die ganze Zeit Feedback, denen helfe ich natürlich auch die ganze Zeit, ihr bestes Selbst zu sein und dann erreichen wir gemeinsam eben diese Ziele, die wir uns gesteckt haben. Und das macht es so stark. Und das ist eben auch entsprechend meines Persönlichkeitsprofils. Ob man jetzt überlegt, ich bin auf der einen Seite beim Myers-Briggs-Test ein ENFP, ich bin bei dem bei dem Wealth Dynamics-Test, so heißt der, ein Supporter, ein Blaze, also extrem extrovertiert, teils strukturiert, teils kreativ, aber vor allem erst einmal extrovertiert. Und so, wenn man diese Persönlichkeitsprofile zusammennimmt, dann kommt man eben auch wieder auf einen bestimmten Typen Mensch, den man ist. Und ich mache jeden Persönlichkeitsprofiltest, der mir über den Weg läuft. Und die Werte, die definiert man selber, aber man hat auch dann Second-Hand-Werte von anderen Leuten. Zum Beispiel, wenn deine Mom dir sagt, man schlägt keine Frauen, dann hast du einfach in dich selber einprogrammiert, dass man Frauen nicht schlägt. Ist einfach ein Wert, den du dann hast. Aber es kann auch sein, dass du komplett andere Werte hast, wie zum Beispiel, mir ist es wichtig, dass Leute in meinem Umfeld einfach von mir Sachen bekommen. Wenn das dein Wert ist, dann ist es eben auch etwas, was du immer wieder versuchst, auch wirklich aufrechtzuerhalten, wo du versuchst, dem Wert selbst gerecht zu werden. Und so hast du verschiedene Werte auch und bist auch integer mit deinen Werten. Also von Natur aus bist du eben das, was du sagst, was du sein willst. Da bist du relativ nah dran. Und wir haben natürlich auch noch Situationen, wo wir vielleicht nicht ganz integer sind. Und da ist es eben auch, wo wir merken, wo wir unseren Shadow, sagt man im Englischen, haben. Also wo wir unseren Schatten haben. Und wenn wir es schaffen,
diese Bereiche, in denen wir nicht integer sind, zu meistern und zu schaffen, dass wir aus diesem Schatten ausbrechen. Dann sind wir wie ein Phönix aus der Asche und dann werden wir zum Himmel aufsteigen und über das ganze Land blicken können und erfolgreich sein. Das war jetzt sehr bildhaft ausgedrückt. Die Idee ist aber klar, wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest gern unheimlich erfolgreich sein, aber du bist eigentlich sehr, sehr faul, dann musst du aus deinem Schatten des Faulseins ausbrechen und, jetzt wird es spannend, nicht einfach nur, indem du aufhörst, faul zu sein, weil das wirst du nicht schaffen, das ist einfach ein Teil von dir. Aber indem du dieses Faulsein nutzt, um dir Systeme zu schaffen, die das Faulsein ermöglichen. Zum Beispiel ist jemand, der faul ist, in der Regel ein sehr effizienter Mensch, also jemand, der nicht allzu viel Aufwand betreiben will, sondern eher sehr gezielt seine Ziele erreicht und dann eben auch vielleicht über das Prokrastinieren in der letzten Sekunde erst noch wirklich das Finale erreicht auch. Und das ist eben ein Punkt, man kann das jetzt als Schwäche sehen und es ist natürlich auch etwas, woran man arbeiten sollte, aber gleichzeitig ist es auch eine Stärke, weil es gibt dir die Möglichkeit, anders zu denken als andere Leute, die vielleicht extrem viel vorplanen und dann vielleicht sogar zu lange planen, bevor sie überhaupt erst anfangen. Und das ist eben das Spannende. So kannst du eben aus deiner Geniezone, du hast diese verschiedenen Bereiche, wo die sich alle überlappen insgesamt, das ist deine Geniezone. Kombiniert mit deinem Beitrag ergibt deinen Lebenssinn. Und das wird sich immer gleich bleiben. Ja, also ist es egal, was du gerade in deinem Leben machst, aber das ist immer oben drüber. Und jetzt haben wir darüber geredet, dass meine Vision zum Beispiel auch hier ist, den Menschen unsterblich zu machen. Und mein Lebenssinn ist logischerweise, dass ich Magnifying High Achievers, also Leuten, die sehr viel erreichen, ja, die sehr viel Gas geben auch, dass ich denen helfe, eben noch mehr zu erreichen und auch zu bekommen. Und jetzt ist das Spannende hier, dass ich meine Karriere und mein Lebenssinn um meine Vision drehen, logischerweise. Weil wenn man mich mal fragt, wie willst du es eigentlich machen, dass du den Menschen unsterblich machst, du bist doch gar kein Wissenschaftler, dann sage ich, hell yeah, du hast vollkommen recht, ich bin auch zu blöd dafür, um das selber zu machen, aber ich kann eben Kapital in Form von Reichweite, von Geld, von Kontakten, von Wissen anhäufen, um dieses Kapital zu verwenden und es Leuten zu geben, die meine Vision wahrmachen können. Und jetzt wird es richtig spannend, weil was ich dir gerade erklärt habe, ist, dass sich mein Lebenssinn um meine Vision drumherum schlängelt. Also Magnifying High Achiever, das heißt, diese Leute, diese Wissenschaftler, die Leute, die sich mit künstlicher Intelligenz auskennen, die sich mit Medizin auskennen, die Leute, die das hinkriegen, ja, denen helfe ich. Ich magnifiere diese High Achiever, damit sie meine Vision, nämlich den Menschen unsterblich zu machen, wahrmachen können. Und das ist, wo es krass wird. Weil genau da schlängelt sich, wie gesagt, deine Karriere. Und ich helfe gerade Leuten da draußen, aufzuwachen, das Ganze zu schaffen, selbstbestimmt zu leben. Ich baue mir das Team immer weiter auf. Meine verschiedenen Teams werden immer krasser, immer besser. Und so schaffe ich es eben, durch das Magnifying von High Achievern auf wiederum ein anderes Level zu kommen und diese Treppe hochzugehen, bis ich irgendwann bei den Leuten bin, die mir meine Vision tatsächlich wahrmachen können. Und das ist eben das, wo es so richtig, richtig krass wird. Und wenn du sagst, damn, ich will auch meine Ziele besser definieren, ich will das hinkriegen, mein Lebenssinn, Geniezone, Beitrag und alles Mögliche richtig drauf haben, dann klick doch einfach mal auf den Link zum Blogbeitrag, weil da werden wir dir erklären, beziehungsweise da haben wir dir sehr genau erklärt, was die 4 Schritte sind, um deine Ziele zu erreichen. Weil wenn du deine Ziele definierst und erreichst auch, dann ist es doch nur logisch, dass du entsprechend deiner Vision viel mehr Freiraum einräumen kannst in deinen Gedanken und dann ist es auch sehr, sehr einfach, deinen Lebenssinn zu finden, um das Ganze drumherum zu wickeln. Und wenn du sagst, damn it, Sam, ich will so einen 28-Tage-Schritt-für-Schritt-Plan, um das hinzukriegen, dass ich das am Ende wirklich machen kann, nämlich meinen Lebenssinn finden, den um meine Vision herum zu rappen und alles einfach awesome zu gestalten, dann solltest du dich darauf freuen, dass wir dir in ein paar Tagen auch noch erklären, wie du es hinkriegen kannst, den Finde deinen Lebenssinn-Kurs von uns zu bekommen, der nämlich genau das in 28 Tagen macht, was ich dir hier gerade erklärt habe, dich an der Hand nimmt und einfach ab dafür, damit du auch wirklich ein erfülltes Leben führen kannst. Aber das ist alles erst in ein paar Tagen. Jetzt gibt's für dich schon mal trotzdem so oder so den Blogbeitrag, den du dir anschauen kannst. Link dazu in der Infobox. Ich freue mich, dass du bis hierhin durchgehalten hast und bis jetzt, bis dahin meine ich, erstmal bis zum nächsten Video. Alles Gute und viel Spaß, ja? Ciao.